Dürre trifft unsere Bauern in Deutschland sehr hart. Seit Monaten gibt es kaum Niederschlag. Die Böden sind ausgelaugt. Und ich muss Ihnen sagen, ich bin sehr besorgt über die Auswirkungen, die diese Trockenheit, diese Dürre für viele der Bauernfamilien in Deutschland haben wird. Im Übrigen sitzen wir da alle in einem Boot, denn es sind keine banalen Produkte, die produziert werden von unseren Bauernfamilien hier in Deutschland mit harter Arbeit. Das ist das tägliche Brot, was auf unseren Tisch kommt. Es sind die Mittel zum Leben, die Lebensmittel, und deshalb ist es auch relevant für uns alle. Bei besonderen Naturereignissen wie Trockenheit, da sind die Länder zuständig und können dann finanziell auch reingehen. Und derzeit prüfen die Länder diese Hilfen, und auch ihnen geht es so wie dem Bund. Man braucht eine Grundlage von Daten und Zahlen. Will aber gleich noch etwas sagen, dass wir bei den viehhaltenden Betrieben, wo es um Tierschutz geht, wo es auch darum geht, Notschlachtungen zu vermeiden, dass wir da schneller reagieren müssen und deshalb auch unterscheiden müssen zwischen Ackerbaubetrieben und viehhaltenden Betrieben. Der Bund kann nur ausnahmsweise ergänzend zu den Ländern im Rahmen der gesamtstaatlichen Repräsentation und Verantwortung finanzielle Hilfe leisten. Und da gibt es eine ganz klare Voraussetzung, auf die übrigens auch der Bundesrechnungshof Wert legt, Steuerzahler Wert legen, dass es ein Ereignis von nationalem Ausmaß ist. Und dazu braucht man aber, um das einzustufen, belastbare Schadensmeldungen.